einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem neuen Dr. Sommer Video. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da gerade richtig drauf gefreut, mit euch das Video zu machen. Die Beleuchtung ist ein bisschen anders, weil ich die Lampe, die da hinten sonst stand, gerade mal hier hingeschoben habe. Keine Ahnung, ob ihr es besser findet. Schreibt ruhig mal in die Kommentare. Wir werden es sehen. Ohne großes Vorgelaber, wir fangen mit dem Video einfach mal an. Ich lese die Dr. Sommer Sachen vor. Ich glaube, das werden diesmal 5 oder 6 Berichte sein. Keine Ahnung. Viel Spaß und das wird echt wieder ekelhaft. Also haltet euch die Ohren zu. Stefan, 14 Jahre, fragt: Ein Treffer in die Hoden? Kürzlich bekam ich beim Fußballspielen einen Treffer ganz dicht neben meine Hoden. Jetzt habe ich richtig Angst vor dem nächsten Spiel. Es muss doch höllisch wehtun, wenn der Ball direkt den Hoden trifft. Kann man sich davor irgendwie schützen? Okay, dann... Okay, das ging ja noch vom Ekelfaktor. Wir machen mal direkt weiter. Judith, 15, erkundigt sich: Tampon als Verhütungsmittel? Mir ist was Schlimmes passiert. Ich habe mit meinem Freund während meiner Tage geschlafen. Ah, denn er sagte, das Tampon sei ein gutes Verhütungsmittel, weil er das Sperma aufsaugt, okay? Doch hinterher fand ich den Rückholfaden des Tampons. Ich meine, das Problem kennen wir doch schon. Der Tampon ist noch immer in meiner Scheide. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Freund sagt, es ginge ihn nichts an. Na, ein toller Freund. Ist schon blöd, wenn man so einen Freund hat, der einem sagt, das Tampon wäre ein toller... Ist schon ein toller Freund, absolut. Vor allem, Alter, wie scheiße muss man sein, das dann noch zu glauben? Also, okay. Judith, ich glaube, du bist gefickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist vielleicht schwanger? Dein Tampon wird für immer drin bleiben, du wirst es nie wieder finden. Und ich würde sogar fast sagen, du hast einen ziemlich schlechten Treffer mit deinem Freund gefunden. Du sollst nicht aufstehen, während ich ein Video drehe, Hund! Bleib da, geh zurück! Lilly, 15 Jahre, fragt: Wie lange halten Kondome? Meine Freundin und ich haben uns nur so aus Scherz ein Kondom gekauft. Mache ich auch dauernd aus Scherz Kondome kaufen. Wir wollten mal sehen, wie sich das anfühlt. Können wir eigentlich die Kondome aufheben und sie vielleicht erst nach ungefähr einem Jahr benutzen? Oder sind sie nach einer bestimmten Zeit nicht mehr sicher? Gute Frage. Ich muss immer noch an die letzte sein. Wie ist das denn, wenn man immer den... Ich habe den Faden verloren. Oh, das ist jetzt auch gut. Platzt das Jungfernhäutchen mit einem Knall, fragt Markus, 14 Jahre. Liebes Dr. Sommerteam, ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Meine Freundin hat mir gesagt, dass das Jungfernhäutchen platzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wach werden und uns erwischen. Boah! Scheiße, ihr Wurm ist geplatzt! Ich stelle mir das auch gerade so vor, wieder so für den Eltern. Das sind die schlafen da so und dann so ein richtiger Knall, so BAM! Und dann so, nein, unser Sohn hat jemanden entjungfert. Aber wirklich eine schöne Frage, sehr amüsant. Ein Anonymer fragt: Wie merke ich, ob ich den Samenerguss schon habe? Nach circa 2 bis 3 Minuten fängt mein Penis plötzlich an zu schmerzen. Was mache ich falsch? Jakob, 16, erkundet sich: Ich spritze manchmal, wenn ich mich 3 bis 4 Tage nicht befriedigt habe, bis zu 3 Metern. Meine Kollegen sagen, dass sie nur 30 cm spritzen. Ist das normal? Hä? Ist das jetzt so? Habe ich irgendwas verpasst oder ist das normal, dass sich Jugendliche darüber unterhalten, wie weit sie spritzen? Ich bin da nicht so ganz up to date, sorry. Hey Bro, was geht, ey? Wir haben es lange nicht gesehen und so. Wie ist das eigentlich? Hast du das letzte Mal? Ich habe 45 cm gespritzt. Was geht so bei dir? Ne? Ich habe lange nicht gesehen, ne? Sag mal. Alles klar, ne? Alles klar, okay. Ich hab's verstanden, ja? Das ist jetzt das neue Gesprächsthema, ist okay. Jerome, 14 Jahre, fragt: Ich habe vor kurzem zufällig gelesen, dass der Penis nach dem ersten Mal nicht mehr wachsen soll. Mein Freund, den ich zufällig zuletzt in der Schwimmkabine nackt gesehen hat, hat einen wirklich kleinen Penis. Und er hat seit 2 Jahren eine Freundin. Stimmt es, dass der Penis nach dem ersten Mal nicht mehr wächst? Ich bin so verzweifelt. Oh, er ist so verzweifelt. Klar, wahrscheinlich. So muss es sein. Ich meine, sonst hätte sein Freund sich auch größer, ne? Muss so sein. Das wäre auch so abstrakt und so komisch. Kranke Fragen. Ich kenne auf das meiste keine Antwort. Beziehungsweise keine, die halbwegs ernst gemeint wäre. Genau, meine Lieben, das war's leider schon mit dem Freitagsvideo. Wenn ihr euch heute mal bei Facebook umschaut, ja, heute Abend wird es ein nettes kleines Event geben, also schaut mal bei Facebook nach. Ansonsten, falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, dürft ihr gerne da mal vorbeischauen. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Ansonsten, was gibt es sonst groß zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wann ihr auch immer das Video seht, ich wünsche euch einfach viel Spaß. Es wird bald noch ein Video kommen.